Einleitend ist das Highlight, sitzt schon neben mir, Tanja Filipovic, gebürtig aus Serbien, hat als sozusagen musikalisches Wunderkind mit 16 Jahren das Gymnasium abgeschlossen in Belgrad und studiert nun mit ihren jungen 19 Jahren hier in Graz Jazzgesang. Und sie ist eine der Solistinnen von dem Prohibitionsorchester, das im August hier im Rahmen des Gamlitzer Kulturgenuss Reigens auftreten wird. Unseres Orchester spielt die Musik aus der 20er und 30er Jahren, also von besten Komponisten, also von Duke Ellington, George Gershwin, Cole Porter und so weiter. Und wir bringen diese Zeit wieder ins 2020, also fast 100 Jahre später. Wir haben schon ein paar Mal zusammen gespielt und es ist immer eine große Ehre, mit so guten Musikern zu spielen. Die sind alle super talentiert, super Musiker. Er schreibt die Arrangements, er ist so fleißig, so talentiert, super freundlich und ja, was kann ich sagen, es ist unglaublich. Ich bin immer so froh, mit denen zusammen zu spielen. Wirklich, immer viel Spaß. Die Musik und die Texte und die Lieder sind eine der schönsten Lieder in Jazzmusik und die sind auch heute eine der besten Jazzstandards geworden. Und ich glaube, das ist ein Grund für weitere Ausbildung in Musik und für die Zukunft für mich, für meine Ausbildung als Jazzsängerin. Ich bin jetzt hier in Österreich seit 2,5 Jahren. Ich studiere auf der Kunstuni. Auf der Jazzabteilung Jazzgesang bei Professorin Tina Di Rose. Vor allem ist es Graz eine der wenigen Universitäten, die Jazzgesang anbieten. Ja. Und eine der besten eigentlich in Europa. Wir versuchen junge Künstler aus unserer Region zu fördern. Und dann habe ich mir gedacht, die Ranzler, das ist ein Saxophon-Quintett. Und dieses Saxophon-Quintett ist auch vor 10 Jahren circa gegründet worden von Anton Brettler und Paul Gritsch. Paul Gritsch ist ein Saxophonist, der aus meiner ehemaligen Blaskapelle gekommen ist, aus Kralla, und Anton Brettler kommt vom Musikverein St. André. Ganz etwas Besonderes, noch nie Dagewesenes in Gamlitz, gibt es im April, am 30. April in der alten Klosterschule Countertenor trifft Sopran. Countertenor, da wirst du mir das ein bisschen genauer erklären, ist eine männliche Stimme, die so hoch singen kann wie ein weiblicher Sopran. Fast, ja. Fast. Ja. Genau. Die sind ganz hoch. Die sind sehr hoch, also eine musikalische Zeitreise vom Barock bis zur Spätromantik. Der Herr Bürgermeister ist ja auch ein Fan von klassischer Musik und Streichmusik. Ja, zuerst einmal wollten wir die kulturelle Achse ein bisschen beleben. Wir sind ja am Land und wir haben nicht das große Angebot wie in einem städtischen Zentrum, wo ein Opern- und ein Festspielsaal. Wir haben eine kleine Kulturkunstbühne ins Leben gerufen und das war uns ein Anliegen, vorzuzeigen unseren Jüngeren, damit die hier auch ein bisschen Motivation und Anreiz bekommen, auf so einer Kulturbühne zu stehen. Und auch unseren Gästen, aber auch unseren Gamlitzern und Gamlitzern hier ein Kulturangebot zu geben, damit man nicht immer weit wohin fahren muss, sondern dass man wirklich hier vor Ort das Ganze miterleben kann. Wenn man die letzten Jahre da anschaut, was hier alles geboten wurde, wie viel und wie breit, da kann man schon stolz sein. Ich möchte da auch nochmal Herrn Schober Danke sagen für seinen Einsatz, für seine Bühne, für sein Bemühen. Und dass er so international bekannte Künstler zu uns nach Gamlitz bringt.